Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Landwirtschaftssimulator 2015 zusammen mit Leo und Jakob. Hallo Jörg. Ja, wir sind hier noch am Dreschen und ihr so? Ja, ich auch. Wir sind alle am Dreschen. Na gut. Dann dreschen wir mal. Wir dreschen hier schön unsere Gerste, Sören seinen Raps. Und immer noch erkältet, warum nur? Ich weiß nicht. Vielleicht weil ich 4 Wochen lang vorproduziere. krank. Haha. Hashtag läuft bei mir. Tolle Gerste. Ich muss mal gucken. Ich glaube, ich habe unten das Vorgewende noch gar nicht fertig gemacht. Ich ernte gerade ab, ist gerade eh so. Oh, meine Gerste. Ja klar, ich ernte gerade ab, eh so. Ja, Abs habe ich auch angebaut. Ich sag gerade eben erst nur so ab. Wer baut denn schon keinen Abs an? Da gibt es eine extra Sämaschine für, ne? Ja. Ja, oh verdammt! Habt ihr nicht gesehen, ne? Die werden so tief unter dem Boden besät, dass sie gar nicht erst wachsen. Also ich würde keine empfehlen, das zu kaufen. Sven, hast du gesehen, was ich gerade geschafft habe? Ich sag nur so viel, mein Korntank ist jetzt voll. Naja, ich bin ein bisschen blöde in die Gerste reingefahren. Oh, ich fahr schon wieder durch die Gerste. Lauf bei mir! Ich habe heute ein Einschätzungsvermögen wie ein Ich Elefant. werde mit dir, du bist voll geworden, bist voll durchgesaßt. Zum Glück wetten wir um kein Geld. Ich hätte gewonnen, ne? Ja. Vielleicht. Vielleicht hättest du das. Schöne Gerste hier. Die läuft sehr schön auch da raus. Huch, ich hab's Lenkrad eingeschlagen. Deswegen laufe ich durch die Gegend. Sehr toll. Ich habe die Steuerung auf mein Lenkrad belegt. So, endlich ist er leer. Perfekt. Ich bin nur ein ganz kleines Stück durch meine Gerste gefahren. Das war fast nicht feststellbar. Also muss sich jetzt keine großen Gedanken drum machen. Jetzt behaupte nicht, dass dir sowas noch nie passiert ist, ja. Hier auf dem Server noch nicht, nein. Ja, gut. Das war jetzt auch, glaube ich, gerade mein erstes Mal, als ich so da reingerast bin. Ja. Ja, ich bin es nicht gewohnt, dass es so schnell voll wird. Vorher hatte ich die Felder nicht gedüngt. Schlecht aus wieder. Ja, das stimmt. Aber jetzt verdiene ich mal ordentlich Gerste. Warte, was? Was ist denn heute los mit mir? Alter. Jetzt habe ich auch noch die falsche Taste. Ich wollte das Schneidwerk hochmachen und wechsle das Gerät. Ah, gut. Gut. Oh mein Gott. Darf ich erzählen, was eben passiert ist? Meinst du mit der Begrüßung? Ja. Ja, das darfst du erzählen. Ja, also der liebe Balu, aka Christian, Hi. als er eben die Aufnahme begonnen hat, ist ein kleines Missgeschick passiert. Er sagte immer Hallo und herzlich willkommen zu und dann immer den Spielnamen. Nur selten. Wollte Landwirtschaftssimulator 2015 sagen. Hat aber Minecraft gesagt. Ich glaube, da schneide ich jetzt Outtake dahinter. Könnt ihr auch machen. Wie blöd ich einfach bin. Wie kann denn sowas passieren? Bisschen besser organisiert wäre das nicht passiert, meine Damen und Herren. Ey, Minecraft ist doch geil hier. Na ja, seht ihr nicht die Blöcke? Nicht Trouble in Minecraft, sondern Dreschen in Minecraft. Oh, jetzt habe ich den Mähdrescher auch noch falsch eingestellt. Komm. Fall auf die andere Seite. Hat ja super funktioniert hier. Ich wollte den Helfer einstellen. Irgendwie haben die was bei dem Patch, was rauskam, verändert. Weshalb ich jetzt zu blöde bin, den Helfer einzustellen. Nein. Weshalb es ziemlich schwierig ist, den Helfer einzustellen. Weil der nimmt irgendwie jeden Winkel, wie du ihn hinstellst, nimmt der an. Wenn du Natürlich fällt jetzt er einen ihn trotzdem Helfer noch gerade. einstellen. Was? Wenn du einen Helfer einstellen willst. Ich will einen Helfer einstellen, weil meine Anhänger gleich voll sind. Und ich will mal gucken. Vor allem hoffentlich was gucken. Fährt schon wieder schief. Ich sag dazu jetzt gar nichts. Ich lasse den jetzt einfach schief fahren. Wird schon funktionieren. So, der drischt hier jetzt schön. Hier drüben wird schon der Raps gedroschen. Gucken wir doch mal hier rum vorbei.
Oh, hier ist aber auch großes Aufgebot hier. Aha. Du hast ja noch viel zu ernten. Und rechts ist schon wieder reifer Raps. Wer, ich? Ja. Du stehst immer noch bei Feld 19. Huch, ich habe gerade voll gelaggt. Ich lagge gerade Ah, jetzt generell sehe ich voll. dich auch. Jetzt sehe ich dich. Ah ja, es hat einmal kurz gelaggt. Das war so ein Synchronisationsfehler vom Server. Ja, also das war halt, weil irgendwie war der eine Streifen, der war irgendwie noch nicht reif. Deswegen hast du gleich wieder einen neuen Raps angesehen. Hä, ich ruckel gerade voll. Ja, Hilfe. das hier, ja, ich habe hier immer so, damit ich alle Fruchtsorten habe. Ich habe hier zwei Felder und das eine ist so groß, da habe ich in zwei Felder geteilt. Ich beobachte dich jetzt hier ein bisschen. Na, warte, ich muss ja bei meinem Mähdrescher gucken. Der macht bestimmt Scheiße. Oh ja, es war mir so klar. Helfer. Jetzt muss ich dich. Ah nee, das hat eh keinen Zweck. Wenn ich den jetzt wieder einstelle, ist er eh gleich wieder voll. Oh, es leckt bei mir. Mein Internet leckt, um es korrekt zu sagen. Mensch. Menschenskinder, was ist hier los? Gerst ist doch toll. Ich finde Gerste praktisch. Da kommt immer so richtig viel raus und es bringt eigentlich recht viel Geld ein. Ich weiß gar nicht. Alle bauen ja immer Raps an, weil sie meinen, sie verdienen damit so viel und so schnell Geld, oder? Ja, aber du kriegst ja halt, du hast halt weniger Ertrag oder also weniger Ausbeute daraus. Ja, deswegen, ich weiß gar nicht, ob sich Rapsanbau überhaupt so lohnt, so übertrieben, wie es Wenn manche machen. Die du bauen ja sprichst, nur Raps an, teilweise, weil sie denken, oh yo, das bringt richtig viel Geld. ich glaube, wenn du sprichst und also wenn du sprichst und bei der Raps und das dann erntest, hast du glaube noch weniger, als wenn du Gerste oder Weizen nimmst und es nicht düngst oder spritzt oder halt so, Das dann glaube ich hast du auch. glaube immer noch weniger Ertrag. Den Gedanken habe ich nämlich auch so, weil ich habe. Raps bringt zwar viel Geld ein pro Tonne, aber dafür kriegt man auch kaum was pro Hektar raus, irgendwie. Wenn man sich so Gerste anguckt, wie viel du da auf dem Hektar rausbekommst und dann den Preis dafür, ist glaube ich Gerste wertvoller als Raps. Du denkst zwar, wenn Raps, ja, weil du, wenn du hier so ein Mett hast, da hast du am Anfang halt so in deinem Lager so Sachen drin, da hast du ja Raps und alles immer das Gleiche. Oder denkst du erstmal, dass du, dass beide so ungefähr gleich viel rauskommen und dann der Preis ist einfach bei Raps doppelt so hoch fast wie bei den normalen, ne? Ja. So, mal gucken, ob ich den Helfer jetzt gerade hingestellt habe, dass er hier gerade am Feldhof fährt an der Kante. Ich glaube eher nicht. Fällt vollkommen schief. Habe ich mal wieder gepackt, hä? Lass mal so fahren, fährt er eher noch schief nach außen. Jetzt eine Wanderfrage, wie heißt ich in-game? Ja, Kompadie. Dann ist es richtig. Ja, das ist schon richtig. Ich Wie dein wollte. YouTube-Kanal, der natürlich in der Beschreibung verlinkt ist. Was? Dein YouTube-Kanal ist in der Beschreibung verlinkt, habe ich gesagt. Cool. Ja. Der ist genauso wie du hier in Game. Jakob HD, genau. Ja. Okay, wieso bist du schon so weit mit deinem Felddreschen? Er meint sich träumen oder was? Ja, ich arbeite auch die ganze Zeit. Na gut, ich muss auch alle 2 Minuten auslernen, aber gut. Du nicht halt, ne? Ich meine, der Mähdrescher hier fährt einen Streifen hoch und hat mehr als 30%. Ich glaube, der fährt 3 Streifen ist voll. Weil er hat jetzt schon 33 nicht ganz oben angekommen. Kommt schon mal ordentlich was bei rum. Ah, ich finde wirklich immer noch diese Animation, die hier bei den Fahrzeugen verbaut sind, voll cool hier mit dem Staub und dem Auswurf. Ein bisschen schade, dass hier auf der, dass hier im Multiplayer irgendwie manchmal die Einzugsanimation nicht funktioniert. Das stimmt. Vorne über die. Wer ist das Teil überhaupt? Walze? Nee. Rolle. Ja, wisst ihr, was ich meine? Das Ding, was sich da vorne dreht, ne? Am Schneidwerk. Habe ich. Doch, ich habe die Animation gerade. So teilweise. Ja, und dann ist er wieder weg. Spackt so ein bisschen hin und her. Immer da und mal weg.
Unten die Animation ist immer da und hinten der Auswurf auch. Und der Auspuff dieses, das ist so verschwommen, ist auch mega cool. Und der Getreideeinwurf auch. Es ist einfach alles richtig cool gemacht. Nennt man Pizza-Animation alles dann. Oh. Wenn der Metrischer hier voll ist, ist meine Wagen danach auch voll. Wagen, nicht Magen. Kann man glaube ich schlecht verstehen. Ist mein Magen voll hier, ja. Klar. Auf meinem Hof habe ich glaube ich nichts zu tun und ich sollte den richtigen Schlepper auswählen. Das müsste meiner sein. Perfekt. Ja, gut. So knapp 700 Kilo Gerste passen noch rein. Da ist der voll. Und irgendwie hängt der eine Wagen ziemlich runter. Ich weiß auch gar nicht, ob das so logisch ist, überhaupt zwei Einachser aneinander zu hängen, aber gut. Kann ja nicht immer alles ganz so logisch haben. Sorry, Tascha. Du bist schon wieder voll. Das ist ganz toll, aber ich würde dich gerne abtanken. Soweit es noch geht. Und dann die Gerste ins Lager bringen. Sorry, Tascha. Ein Wagen? Ja, perfekt. Läuft doch. So, da sind wir voll. Kann ich erstmal die Gerste schön wegbringen. Hoffentlich bleibt unser Mähdrescher so stehen, dass man ihn dann gleich wieder abtanken kann, ohne dass man ihn rausfahren muss. Und jetzt kommt die Herausforderung. Ohne irgendwo von der Fahrbahn zu fliegen, die Anhänger voll nach Hause bringen. Moin. Siehst du das, wie die Anhänger so komisch hängen? Ja. Das ist irgendwie ziemlich ungesund, ne? Du machst einen Warnblinker. Weil ich mit auf der Straße stehe und dir zugucke, wie du ablädst. Der Raps sieht ja schon interessant auf dem Anhänger aus. Hä, ist das. Das sieht wirklich irgendwie aus wie Pfeffer oder so. Das ist Pfeffer. So schwarz und roter Pfeffer in einem Anhänger. Na egal, fahren wir mal weiter. Wenn der Schlepper anfahren würde. Mal gucken, wie wir jetzt hier den Berg hochkommen. Ich bin gespannt. Ich sag nur, zieh, Schlepper, zieh. Kann irgendwie schlecht enden. Wir fahren schon nur noch 18 km hier hoch. Das, obwohl ich extra den Deutz vorgehängt habe. Ja gut, ich habe an meinen Hörlingmann. Na gut, dein Wagen ist auch nicht voll. Würde, glaube ich, auch nicht mehr. Na doch. Könnte knapp werden. Meine Güte, ich quäl mich hier ganz schön den Berg hoch. Aber das Tolle ist, jetzt geht's richtig ab hier. Schön das Feld rasen. Ich weiß, das ist super unlogisch, dass ich hier gerade mit 50 über den Feldweg fahre. Aber es ist lustig, weil das alles so cool federt bei LS15. Und ich weiß ja, wo ich bremsen muss. Hier vorne muss man nämlich bremsen, weil hier will ich links abbiegen. Und nicht geradeaus durchfahren. So, schön hier rum. Perfekt. Ich muss nach dem Feld 35 da auch noch Feld 120 dreschen, da ist auch Gerste drauf. Ich habe noch genug zu tun, glaube ich. Uiuiui. Und Henning, du noch am Dreschen oder schon am was anderes machen? Nee, ich fahr grad Mähdrescher rein. Oh. Das wird bei mir noch nicht so schnell passieren. Ich mach glaube ich mal das Licht an, es ist irgendwie gerade so dunkel geworden bei LS. Die Tür ist weiß, wenn man sie mit Licht anleuchtet. Okay, gut. Gut zu wissen. Ich finde den Hof hier eigentlich voll cool, den neu dazugekommenen hier, auch wenn er keinen großen Unterstand hat. So, dann müssen wir mal gucken. Hier dieses kleine Ding ist ja die Abladestation. Dass wir hier reinkippen. Das wäre die Logik, du musst... Hä?
Wie lange willst du die Folge noch machen? Ach, wir sind gerade bei 15 Minuten ungefähr. Echt, mir komme ich schon viel länger vor irgendwie. Nö. Ist doch alles cool. Ich wollte noch hier schön die Gerste abladen und dann wollte ich die Folge beenden, weil zu lange sollte ich es nicht machen. Sonst dauert es wieder Jahre, bis die Folge hochlädt. Nö, bei mir nicht. Ach, bei dir nicht. 16.000er Leitung vor Gewinn. Tja. Jo, Leute. Machst du 720p oder 1080? 720. Ich Ja, ich weiß, deine Quali ist besser. mach Aber. nur 480p, verstehst du? Ja. Ja, Nee, okay. Spaß beiseite. 1080, beste. Ja. Nee, Und. kannst du auch 4K gucken. Ja, 4K ist auch super wiedergebbar auf dem Video. Aber ich denke mal, wir sind jetzt schon bei fast 16 Minuten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Like, Dislike ist mir egal. Ich möchte gerne sehen, was ihr davon haltet. Ja, wenn ihr öfters mal Folgen mit uns dreien zusammen sehen wollt bei LS, könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Ciao. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft.